Wie ihr vielleicht wisst, nutze ich sehr gerne Topaz Denoise, um das Rauschen bei den Bildern zu entfernen. Und das war für mich wirklich ein Game Changer, seit ich es habe. Traue ich mich eher, höhere ISO einzustellen bei der Kamera, was halt einfach in Situationen hilft, wo man sich ein bisschen entscheiden muss, höhere ISO und somit mehr Rauschen oder das Risiko, dass das Bild unscharf wird aufgrund von Bewegungsunschärfe. Und ich habe mir gerade diesen Spätsommer oder Herbst das letzte Upgrade gegönnt, bin wieder aktuell mit der neuesten Topaz Denoise und Sharpen AI unterwegs und ich wurde von euch gefragt, ob ich mal vielleicht ein detailliertes Video machen kann, also nicht nur ein Vorher-Nachher-Vergleich, sondern genau wie gehe ich vor, welche Funktionen nutze ich und vielleicht auch wie baut man das am besten im Workflow ein, sollte man die Bilder entrauschen, bevor man sie in Lightroom oder Capture One lädt oder in Capture One oder Lightroom bearbeiten und dann entrauschen oder einfach in Capture One laden und dann entrauschen und anschließend weiter bearbeiten. Das sind gute Fragen und ich habe es ein bisschen durchgetestet und möchte jetzt mit euch ja einmal anschauen, eben wie sollte der Workflow aussehen, wie funktionieren die verschiedenen Algorithmen, wie kann man die Parameter ein bisschen tunen, also bleibt dabei. Starten wir mit der Frage, wann im Workflow man Denoise nutzen sollte zum Entrauschen. Hier gibt es viele verschiedene Theorien. Ich habe es deshalb einfach einmal getestet. Und zwar mit diesem Foto von diesem Spind hier, also ein Bienenfresser. Dieser ist aus Botswana, den ich fotografiert habe. Das Originalfoto war leider etwas dunkel belichtet. Das heißt, ich musste es für das Endergebnis aufhellen. Und jetzt war die Frage, tut man eben am besten das RAW-Bild in Denoise entrauschen? Anschließend in Capture One importieren und aufhellen. Sollte man es in Capture One importieren, nichts machen, entrauschen und dann aufhellen oder in Capture One importieren, aufhellen, Farben vielleicht anpassen und dann entrauschen. Das heißt, schlussendlich sollten die Bilder alle relativ gleich sehen, aussehen. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist eigentlich die Reihenfolge, in der wir das gemacht haben. Und wichtig ist hier, wenn ich Capture One sage, das sollte relativ ähnlich bei Lightroom aussehen. Die Frage ist einfach zuerst entrauschen oder eben zuerst in einen RAW-Konverter. Und hier sind die Ergebnisse. Auf der linken Seite seht ihr das Bild, das ich als RAW in Denoise geladen habe und entrauscht und nachher ein bisschen aufgehellt. Sieht eigentlich wirklich gut aus soweit. Als nächstes in der Mitte das Bild in Capture One geladen, aber unterbelichtet in Denoise geschickt und dann aufgehellt. Und hier sehen wir Probleme. Ihr seht schon, die Sättigung ist irgendwie viel zu hoch und es hat auch zu viel Kontrast. Und ich muss hier sagen, ich habe das Bild ausnahmsweise nicht gleich bearbeitet. Die links und rechts sind gleich bearbeitet. Das in der Mitte, da habe ich versucht, den Kontrast sogar wieder ein bisschen zurückzunehmen und die Farben irgendwie wieder anzugleichen, dass das Rot nicht zu intensiv wird. Und trotzdem merkt ihr, es ist einfach too much. Also diesen Vorgang würde ich nicht empfehlen. Auf der rechten Seite sehen wir das Foto eben, wenn ich es in Capture One zumindest die Helligkeit und die Farbtemperatur grob angepasst habe und dann durch Denoise gejagt. Und hier, finde ich, sieht man keinen großen Unterschied, ob ich das RAW direkt entrausche oder das bearbeitete Foto. Ich habe das Gefühl, das bearbeitete zeigt noch ein bisschen mehr Details hier im Nackenbereich, aber ich würde sagen, die Unterschiede sind wirklich klein bis minimal. Also was hier, denke ich, wichtiger ist, ist der Komfort oder wie gut passt das Ganze in euren Workflow. Und für mich ist das so, dass es viel einfacher ist, alle Bilder in Capture One zu laden, zu bearbeiten und dann als letzten Schritt zu entrauschen. Denn das Bild, ich weiß nicht, ob ich das wirklich durch Denoise gejagt hätte, wenn ich es wirklich nur für Instagram oder für Facebook haben möchte. Wenn ich es hingegen als Bildschirmschoner haben möchte, vielleicht in den Kalender aus Botswana, der übrigens erhältlich ist für 35 Franken, oder an meine Wand hängen oder was auch immer, dann möchte ich es entrauschen in Denoise und für das ist es einfach angenehmer, wenn ich das als letzten Schritt machen kann. Das heißt für mich als Fazit hier für die erste Frage, es spielt nicht wirklich eine Rolle, ob man das mit dem RAW oder mit dem Bearbeiteten macht. Ich werde es mit dem komplett Bearbeiteten jeweils machen. Ein kleines Feintuning könnte man hier immer noch im Nachhinein vornehmen, wenn man ein bisschen Tiefenlichter anpassen will. Aber wenn ihr ein Foto habt, wo wirklich stark unter- oder überbelichtet ist oder die Farbtemperatur nicht stimmt, korrigiert das zuerst, wenn ihr es schon in Capture One importiert. Oder tut direkt das RAW entrauschen.
Nun kommen wir zur zweiten Frage. Welche Einstellungen sollte man in Capture One und Lightroom genau vornehmen? Wie exportiert man es zu Denoise? Und wie läuft der ganze Workflow in Denoise dann ab? Was für einen Algorithmus sollte man wählen und so weiter? Und deshalb habe ich einmal das Foto hier geöffnet, eben schon leicht aufgehellt. Was ich hier unbedingt mache, ist die Schärfung und die Rauschreduzierung runterzusetzen auf 0, denn ich möchte, dass Denoise das macht. Das macht echt einen besseren Job als Capture One. Wenn ihr es mir nicht glaubt, schaut kurz diesen Vergleich an zwischen links dem Original, in der Mitte das von Capture One und rechts das von Denoise. Wenn wir soweit sind, können wir jetzt einfach das Foto, einen Rechtsklick auf das Foto machen und dann bearbeiten mit Topaz Denoise. Das Bearbeiten mit erstellt automatisch eine Kopie des Fotos. Das wollen wir ja, denn wir können nicht das RAW bearbeiten, wir wollen ein TIFF machen in diesem Fall. Lieber kein JPEG und volle 16-Bit. Die Komprimierung, hier könnt ihr jetzt eine ZIP-Komprimierung einstellen, um Speicherplatz zu sparen, würde ich aber nicht empfehlen. Ich habe es einmal getestet, ja, man spart Speicher, aber das Ganze wird unglaublich langsam und ich muss sagen, dieser Workflow ist sowieso etwas auf der langsamen Seite. Den Rest lasse ich hier und ich gehe auf Varianten bearbeiten. Ich habe hier auch Adobe RGB als Farbraum genommen, denn macht beim RAW noch keinen Unterschied, aber jetzt, wo wir ins TIFF wechseln, spielt das eine Rolle. Und wie ihr vielleicht wisst, hat Adobe RGB einfach insgesamt ja, mehr Farben, die angezeigt werden können. Und hier wären wir soweit. Topaz Denoise ist geladen. Was hier vielleicht noch wichtig ist, falls es zu langsam geht, je nach Computer könnt ihr hier bei den Einstellungen, bei Processing und Save, einstellen, dass ob die GPU oder die CPU genommen wird oder ihr könnt es auf automatisch lassen. Probiert vielleicht mal, wie das bei eurem Computer so aussieht. Und hier sehen wir schon einmal das Vorgeschlagene. Wir sind jetzt hier im Lowlight. Und was ich jetzt mache, ist hier auf die Comparison View wechseln. Das heißt, hier haben wir alle im Überblick. Ich platziere das hier ein bisschen brauchbare und gehe vielleicht mal auf 200% rein, dass ihr das Ganze einfach noch etwas besser seht. Und jetzt sehen wir schon mal die verschiedenen Modelle im Überblick. Erstens, das Standard ist jetzt nicht dabei. Es sind nur 4 maximal möglich. Und was hier für mich sofort rausfällt, ist schon einmal der Clear, weil ihr seht hier rund um die Augenbereiche hat es einfach relativ starke Artefakte. Die könnte man etwas runter tun, indem dass man hier bei Enhanced Sharpness tiefer geht, aber hier sind wir schon auf Low. Das heißt, der Clear fällt für mich raus. Das heißt, ich werde den hier ersetzen durch Standard. Ihr seht, jetzt wird es wieder neu geladen, bis es grün wird. Und der wird etwas besser. Wenn ich mich aber... und Lowlight haben wir zweimal drin. Ich wechsle hier mal auf RAW. Das wird eigentlich für RAW-Dateien oder für TIFFs empfohlen, die nicht bearbeitet sind. Das trifft eben hier relativ gut zu. Warten wir einmal ganz kurz, bis der das auch geupdatet hat. Ist soweit. Also im RAW seht ihr irgendwie... Klappt vielleicht doch besser für nur RAW-Dateien. Hier passiert nämlich sonst relativ wenig bei der Hintergrundentrauschung. Das heißt, von den jetzigen hier gefällt mir bis jetzt das Lowlight am besten. Macht den besten Gesamteindruck. Vielleicht ist die Schärfung schon etwas zu stark. Dann könnt ihr die hier noch ein wenig rausnehmen. Und ihr habt schon gesehen, es gibt Unterschiede bei Standard oder bei Lowlight. Und Severe Noise habt ihr hier die... Könnt ihr auf einer Achse von 0, auf einer Skala von 0 bis 100 das Ganze einstellen, wie stark ihr das haben möchtet. Während hingegen bei Clear, wo wir vorher hatten, konnte man nur Low, Medium und High. Gefällt mir jeweils nicht so. Wie gesagt, ich finde hier das Lowlight am besten. Mit der Color Noise Reduction könnt ihr probieren, wenn ihr die auf 0 setzt, macht es hier nicht einmal einen riesen Unterschied. Manchmal sieht man dann halt dann noch ein bisschen Farbrauschen. Recover Original Detail versucht er im Nachhinein noch feine Details mehr rauszuholen. Natürlich habt ihr so auch wieder mehr Schärfungsartefakte. Ich würde generell versuchen, die Enhanced Sharpness möglichst tief zu lassen, denn gerade auf der unteren Schnabelseite sieht man schon langsam so ganz schwache Artefakte. Und soweit gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich finde, das ist relativ natürlich. Das heißt, ich habe mich jetzt hier für den Lowlight entschieden. Ich kann auch nochmal auf die normale Ansicht zurückgehen, um das Ganze im größeren Format anzuschauen. Und dann würde ich hier auf Save Image gehen. Und hier mache ich in der Regel den Override Return to File Host Editor on. Er warnt mich einmal, das heißt einfach, er wird die Datei überschreiben. Das ist ja okay, ich habe eine Kopie gemacht als TIFF.
Ja, und jetzt wird das gespeichert, geht auch relativ flott, wenn ich das mit alten Firmware, also mit alten Versionen vergleiche, da ging das deutlich länger. Und Finishing Soon, noch ganz kurz warten. Und was ich jetzt dann noch zeigen möchte, ist die Bearbeitung eines zweiten Fotos, einfach um einen zweiten Eindruck zu haben, diesmal ein Säugetier. Was ich diesmal anders mache, ist, ich schneide auf einen kleineren Bereich zu, einfach damit das, der ganze Workflow jetzt ein bisschen schneller geht, und um das zu demonstrieren. Auch hier wiederum könnte ich grobe Anpassungen machen. Vielleicht ist mir das Bild generell ein klein wenig zu dunkel. Ich werde hier mal die Weißtöne ein bisschen anheben und ansonsten Schärfe und Rauschreduzierung weg. Und wenn wir reinzoomen, dann sehen wir schon das Problem. Ich hatte hier die falschen Einstellungen, peinlicherweise 1600 Sekunde, und darum war ich bei 10.000 ISO. War natürlich nicht nötig, vorher ist der Steinbock noch gerannt, darum war ich bei diesen Einstellungen. Und ja, jetzt werden wir das auch wieder hier mit D-Noise bearbeiten. Die Einstellungen bleiben gleich. Wie gesagt, das sollte einen Zacken schneller gehen jetzt, da wir nur ein relativ kleines Bild haben. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich hatte die Checkbox Ausschnitt berücksichtigen aktiv. Das heißt, er nimmt wirklich nur diesen Ausschnitt und nicht das ganze Bild. Ich mache hier meistens so ein Mittelding. Das heißt, ich schneide das Foto ein klein wenig zu und tue es dann durch die Noise. Ich würde es nicht schon komplett zuschneiden, weil nachher denkt ihr, ah, vielleicht da 2 mm mehr und dann geht das nicht mehr. Und wow, das ist wirklich schnell geladen. Ich werde hier auch wieder auf die Comparison View, also auf die Vergleichsansicht gehen. Und jetzt haben wir hier zweimal Lowlight, das möchte ich eigentlich nicht. Ich wechsle eines auf Standard. Und das Severe Noise unten rechts, beginnen wir mal unten, gefällt mir nicht. Hier ist irgendwie das ganze, Gesichtsbereich ist mir zu grob. Das Lowlight sieht nicht schlecht aus. Ebenso das Clear, auch wenn wir hier leichte Artefakte kriegen. Und das Standard hat ehrlich gesagt nicht den besten Job gemacht. Vielleicht müssen wir hier die Color Noise Reduction wieder etwas hochtun. Dann wird das etwas besser, aber naja, alles in allem gefällt mir fast das Lowlight am besten. Wir werden mal jetzt auf die Hörner wechseln, denn ich muss sagen, bei Hörnern sieht man häufig Artefakte. Zumindest war es bei mir so. Und hier muss ich sagen, ist dann das Clear wieder besser als das Lowlight, hat irgendwie weniger Artefakte. Allerdings um die Ohren rum ist es wieder schlimmer mit den Artefakten. Was macht man jetzt, wenn man diese Artefakte nicht möchte? Also ganz generell versuche ich jetzt mal beim Clear vielleicht das Remove Noise auf Medium zu nehmen und Recover Original Detail ein bisschen zurück. Und ich habe den Eindruck, dann wird es generell schon besser. Jetzt haben wir einfach hier oben beim Ohr noch Artefakte. Ich gehe mal in die andere, in die Side-by-Side-Ansicht hier. Und wir sehen auch noch ein bisschen hier vorne bei der Stirn ist das etwas zu extrem. Was wir jetzt machen können, ist eine Maske erstellen und das Ganze nur selektiv zu machen. Ich starte jetzt, wenn ich auf das Minus gehe, nimmt er automatisch, wird alles ausgewählt und ich pinsle das weg, wo ich keine Rauschreduzierung möchte. Und das ist für mich jetzt eigentlich dort, wo der Steinbock ist. Da brauche ich kaum eine Rauschreduzierung. Und ich sage kaum, da ich es immer noch ein bisschen möchte, aber weniger. Das heißt, ich nehme hier die Opacity, was für Deckkraft steht, runter auf irgendwie 30% oder so. Und dann kann ich beginnen, hier ein bisschen zu pinseln und selektiv an diesen Stellen die Rauschreduzierung wegnehmen. Wie gesagt, ist das Ohr ein bisschen ein Problem. Was ich hier noch machen kann, oder was ein Problem ist, wenn ich jetzt hier einfach über das Ohr drüber gehe, ich mache jetzt die Deckkraft extra etwas höher, dann fällt es mir schwer, da wirklich fein zu fahren. Ich mache das noch einmal rückgängig. Das heißt, ich gehe hier auf Edge Aware, was so viel heißt wie Kantenerkennung. Und wenn ich jetzt mit noch einer bisschen einer kleineren Größe vielleicht drüber fahre, dann sollte er eigentlich die Kante vom Ohr relativ gut erkennen. Genau, und dann nur hier das anwenden, das heißt, der Hintergrund wird nicht betroffen. Man kann auch ein paar Mal drüber und ihm so ein bisschen, ja, das genauer einzustellen. Jetzt nehme ich das wieder raus und kann hier die Deckkraft noch ein bisschen zurücknehmen, um das Ganze abrunden, noch über das Ganze. Und wie gesagt, ganz generell denke ich, der Steinbock dürfte hier weniger haben.
So, das war jetzt eigentlich einfach nur der Fall, dass in ein paar Bereichen das Ganze zu stark war, die Rauschreduzierung. Vielleicht habe ich es doch ein bisschen hier übertrieben. Ich lasse ganz wenig Rauschunterdrückung drin. Und ich würde jetzt sagen, das sieht relativ gut aus. Das heißt, ich klicke auf Apply. Das heißt, die Maske wird angewandt. Jetzt warten wir noch einmal, bis das abgedatet ist. Und ja, das Ohr sieht viel besser aus. Ich verschiebe es noch einmal. Und auch hier vorne sieht es deutlich realistischer aus. Wir haben zwar ein bisschen mehr Rauschen drin, aber das ist das Farbrauschen. Das kriegen wir nachher in Capture One schnell weg. Das heißt, ich gehe wieder auf Save Image und wiederum überschreibe ich es. Genau, das heißt, das mit den Algorithmen ist ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein Herantasten, welches funktioniert am besten. Bei mir ist es in 90% der Fällen Lowlight oder Clear. Sehr selten mal Severe Noise, aber meistens Lowlight oder Clear. Es kommt eben ein bisschen drauf an, Säugetier, Vogel, ist es mehr eine Silhouette oder sieht man mehr feine Strukturen. Probiert es hier einfach aus. Was ich manchmal auch benutze, ist Sharpen AI. Das werde ich in ungefähr 2 Wochen auf diesem Kanal vorstellen. Also abonniert unbedingt den Kanal, dass ihr das nicht verpasst. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte D-Noise doch auch mal testen oder so, dann schaut doch mal bei D-Noise vorbei. Ich habe unten einen Link gesetzt, das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr es kauft, kriege ich eine kleine Provision. Es gibt aber eine 30-Tage-Testversion, schaut euch die unbedingt an, testet es einmal. Ich möchte aber auch sagen, jetzt Ende November ist noch eine Aktion von Topaz, wo ihr wirklich ja, einen guten Rabatt kriegt. Also ich würde mir überlegen, wenn ihr es kaufen möchtet, vielleicht gerade jetzt zuzuschlagen. Das war's soweit, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie doch unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao!